Dies ist eine Zeit des Erwachens. Eine Zeit, Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen und das männliche und weibliche Prinzip gleichsam wertzuschätzen. Herzlich willkommen beim Podcast Gesetze der Fülle. Wir sind Sophie und Hendrik und wir unterstützen dich auf deinem Weg zu Selbsterkenntnis, Herzöffnung, Fülle und Vertrauen ins Leben. Es ist so schön, dass du hier bist. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Moin moin aus dem Norden Deutschlands. Von der Ostsee. Wir machen hier gerade einen richtig schönen Spaziergang entlang eines Sees und ja, dachten uns, jetzt wird es wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Und wie das so schön ist, wie sagt man, erst wenn der Körper sich bewegt, können sich auch die Gedanken bewegen oder ist der Geist in Bewegung? Und deswegen lassen wir es heute einfach mal fließen. Wir hoffen, es ist nicht zu windig. Also verzeiht uns bitte, falls da mal irgendwelche störenden Geräusche zu hören sind. Autos, Fahrrad, Fahrer, Wind etc. Genau. Um welches Thema soll es heute gehen? Um das Thema Ängste im Leben und damit einhergehend, wie die Lebensqualität doch damit deutlich geschmälert werden kann und auch in unserer heutigen Gesellschaft sehr oft dadurch geschmälert wird. Genau. Ängste sind ja, also ich sag mal so, wir alle tragen Ängste in uns. Und auch wenn uns das oftmals nicht so bewusst ist, was wir vielleicht für Ängste in uns tragen, aber selbst das Thema Verlustangst beispielsweise ist eine Angst, die wir zum Teil erst aufdecken, wenn wir mal wirklich tief in unsere Vergangenheit reisen, die zum Teil sich so unterbewusst abspielt, dass wir oftmals gar nicht wissen, dass sie existiert und sich aber so extrem auf verschiedene Bereiche unseres Lebens auswirken kann. Es ist immer ein bisschen hier schwierig. Ab und zu kommt mal ein Auto vorbei, da drückt man auf Pause, aber wird schon. Nee, es ist, ja, Ängste hat natürlich auch was Gutes. Ne? Wir haben Angst vorm Verhungern oder vorm unter der Brücke schlafen, hausen und deshalb kriegen wir unseren Arsch hoch und machen dies und das. Das ist natürlich, steht außer Frage. Das hat natürlich auch seine guten Seiten. Angst ist ein Motivator, Motor. Also alles gut, alles schick. Aber solche Ängste wie Angst vor etwas, ja, unbegründete Ängste oder eventuelle Ängste von einem Einbrecher, von einem so Mangelängste, Ängste vom Tod, das ist ja sowas, das ist wie so ein negativer Filter, der auf das ganze Leben, die ganze Qualität irgendwie deutlich reduzieren kann. Das ist ja wie, also viele Leute haben da draußen ja sehr starke Angst vorm Tod, ne? Also unter den Zuhörern bei dir, ich weiß, ihr seid sehr weit auch schon und entweder du fühlst dich angesprochen oder nicht, es resoniert gar nicht mit dir. Oder du denkst dir, naja, ich denke da anders, aber ich bin zumindest offen. Wie dem auch sei, wir denken ja, also wir sind ja überzeugt von einem Leben über den Tod, über das irdische Leben hinaus. Ja, und da ist es so, wenn man jetzt Angst, so eine Angst vor dem physischen Tod hat, dann ist das ja, ja, wie als wenn man irgendwie ein Vieh in einer Massentierhaltung wäre und man wüsste, okay, am Ende des Lebens gibt es dann mal einen Ruck. So, das ist ja, also wenn man sich dessen bewusst macht, wie sich dann das Tier fühlen würde, oder ja, dann ist das einfach so, das ist immer im Hinterkopf, das kann das ganze Leben niederdrücken und so eine Ängste, vielleicht kann man da mal so ein bisschen den Druck rausnehmen. Ja, du wolltest da jetzt was sagen dazu. Ja, also ich glaube, was halt so das Grundproblem ist, dass, wie ich schon sagte, viele Ängste komplett unterbewusst sich abspielen bei uns. Und wie Hendrik schon meinte, was du ja sagen wolltest, sich wie so ein Filter übers Leben legt, dessen wir uns gar nicht so richtig bewusst sind. Das bedeutet, es gibt so viele Menschen da draußen, die, und da zähle ich jetzt einfach mal Sorgen auch mit rein, dass wenn irgendwas im Leben passiert, oder manchmal muss auch gar nichts passieren, sie von morgens bis abends mit Ängsten und Sorgen bombardiert werden, weil es einen Grund
Grundzustand ist, der sich in ihrem Leben verankert hat. Und wo kommt dieser Grundzustand her? Tatsächlich meistens von, wir müssen es einfach so sagen, wie es ist, von den Massenmedien, die da draußen oder teilweise rausgehaut auch werden. Von der Erziehung der Eltern, der Großeltern, was auch so schon noch irgendwo verankert war. In der Ahnenlinie beispielsweise, aber genauso auch, wenn jetzt deine Eltern im Umgang mit dir sehr ängstlich waren, vielleicht so ein bisschen wie Helikoptereltern waren oder ihre eigenen Ängste auch auf dich übertragen haben, kann das natürlich sein, dass das dann sich auf deinem Leben auch niederschlägt und immer unterbewusst mitschwingt. Und wir wollen hier auch kein Blatt vor den Mund nehmen, Thema Massenmedien, ne? Da ist es einfach ein Fakt, dass 90% der Nachrichten hier zumeist negativer Natur sind. Es ist einfach ein Fakt, dass wenn man ja so mit immer wiederkehrenden Ängsten konfrontiert wird. Engel, was ist denn? Kannst du es mal halten? Ich muss okay. Mal meinen Pullover anziehen. Okay. Ja, es ist immer so, hier draußen ist es manchmal gar nicht so einfach, also bei Gedanken zu bleiben, also gutes Training. Nee, es ist einfach so. Wie funktioniert denn die Wirtschaft besser, wenn man Vertrauen ins Leben hat und alles hat, was man braucht, weil man es in sich hat? Oder wenn man immer mit Ängsten konfrontiert wird, ja, tu das, denn es könnte ein Einbrecher kommen, tu das, denn es könnte dir geklaut werden, tu also das, denn du könntest... Oder Versicherung. Dann Angst vor Krankheiten, Angst vor dem Tod. Wie funktioniert denn das besser, dass du... die Wirtschaft weiter vorantreibst, kaufst, konsumierst, dir alles zulegst, was der Staat für dich rät, um dich sicher zu fühlen. Und ja, dass du auch da all das umsetzt und tust, was man dir sagt, das geht doch dann natürlich viel besser, wenn du auch ein bisschen ängstlich bist. Im Vergleich, als wenn du einfach Vertrauen ins Leben hast. Und ja, darauf wollen wir einfach mal so ein bisschen drauf eingehen oder das einfach mal ins Bewusstsein ein bisschen rücken. Ja, und... was ich so in meiner Arbeit als Coach oder Mentorin in den letzten Jahren und auch natürlich in meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung nochmal so intensiviert habe oder kennenlernen durfte, ist einfach dieser Gedanke, nicht nur den eigenen Glaubenssätzen immer mehr auf den Grund zu gehen. Man nennt das auch Wasserfall-Journaling, wo man quasi einen Glaubenssatz aufschreibt und dann fragt, warum ist das so, und dann eben immer tiefer geht und meistens bei einer bestimmten Angst rauskommt. Das ist nämlich auch super spannend, sowas wie Angst vor Kontrollverlust, allgemein Verlustangst, Angst vorm Tod beispielsweise etc. Und genauso finde ich es auch super spannend, und das vielleicht schon mal als praktischer Tipp von mir oder von uns, was ich immer so zu Hause oder allgemein mache in meinem Leben, wenn ich merke, oh, da ist gerade irgendwie ein unangenehmes Gefühl da. Also wenn du so ein Bewusstsein für dich schon geschaffen hast, wo du nicht nur deinen Körper fühlst, sondern auch deine Gedanken ganz gut unter Kontrolle hast, wirst du sicherlich auch öfters schon mal Situationen gehabt haben, wo du gemerkt hast, irgendwas fühlt sich gerade super unangenehm an und du dann vielleicht im ersten Moment nicht so richtig weißt, woran das liegt. Und was ich dann immer mache, ist, dass ich mir wirklich kurz einen Moment nehme und versuche, mich daran zu erinnern, was mir gerade ein ungutes Gefühl bereitet hat. Also war es irgendwie eine Nachricht von jemandem, war es, keine Ahnung, irgendein Gedanke von mir, ist irgendwas im Außen passiert, was mich beunruhigt. Und dann gehe ich da nochmal rein und dann versuche ich, dem und manchmal auch mit Hendrik zusammen auf den Grund zu gehen. Und meistens kommen wir immer bei einer Angst raus. Ganz oft beispielsweise auch Angst vor Ablehnung ist ein riesengroßes Thema für so viele Menschen, gerade wenn es darum geht, die eigene Meinung zu sagen, für sich selbst einzustehen, auch gegenüber Familie etc. Wenn man ein eigenes Business hat, auch sich vor der Kamera zu zeigen oder auch da einfach seine Meinung standhaft zu vertreten. Wir kommen meistens beim Thema Angst vor Ablehnung raus. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass wir auch diese Angst vor Ablehnung wieder runterjournalen können, also runterbrechen können, weil was liegt hinter dieser Angst? Sich selber nicht genug zu sein. Sich selbst nicht genug zu sein, und am Ende, glaube ich, ist es die Angst vorm Tod, weil wir in uns eine Angst tragen, die wir schon im frühen Kindesalter gelernt haben.
wenn beispielsweise der Erwachsene, du liegst gerade auf der Wickelkommode als Baby und der Erwachsene geht ganz kurz raus, du kannst das Baby nicht einschätzen, ob deine Mama, dein Papa nochmal wiederkommt. Und wir tragen in uns schon im frühesten Alter natürlich die natürlichen, wie soll ich sagen, das natürliche Verlangen zu überleben. Also wir wollen natürlich überleben und das können wir als Baby nur, wenn wir Mama oder Papa bei uns haben oder die Bezugsperson, die wichtigste. Und entsprechend können sich in so kleinen Momenten, ich muss jetzt hier aufpassen, dass die Fliegen mir nicht in den Mund flattern, die hier gerade rumschwirren, dass diese kleinen Momente, die schon in dem Alter beispielsweise ganz unterbewusst sich manifestieren können oder entstehen können, später im Erwachsenenalter zu Themen entwickeln, die eben, wie gesagt, zum Beispiel unter der Angst vor Ablehnung stecken können. Weil wenn wir niemanden mehr um uns haben, dann kommt dieses alte Gefühl von, ich habe Überlebensangst, ich habe Angst vorm Tod, unterbewusst wieder hoch, weil wir, wie gesagt, halt diese Situation aus dem Babyalter damals wieder durchleben. Und wenn wir es aber schaffen, das zu durchbrechen, oh, diese Fliegen hier, die bringen mich richtig aus dem Konzept. Wenn wir es schaffen, das zu durchbrechen, dann sind wir frei. Ja, also heute erhöhte Anforderungen, Level 10, Level 20. Aber ja, da sind wir einfach authentisch. Ja, es geht letztendlich, also falls sich jemand fragt, was redet ihr da, aus welcher Überzeugung heraus, aus welchem Wissen, aus welchen Beweisen sagt ihr das? Letztendlich für uns steht es außer Frage, weil man kommt im Laufe des Lebens an so Punkte, Menschen, Konzepte, Bücher, Umstände, die in einen etwas ja, resonieren lassen, was dazu führt, dass man sich an Dinge erinnert, wo man dann fest davon überzeugt ist, ah ja, okay, so ist das im Leben, so ist das im Leben. Und ja, ich habe vor vielen Jahren ein Buch gelesen, das nannte sich Jede Seele plant ihren Weg. Und das hat mir auch nochmal deutlich gezeigt, dass jede Situation, wie eine Mutter bringt ein totes Baby zur Welt, ne? Extremfall. Und dann hat das Buch das eben so behandelt mit verschiedenen ja, Medien und hat das halt beschrieben, aus welchem Hintergrund und dass das eben auch einen Hintergrund hat und dass sich die Seelen eben im Vorfeld das ausgemacht haben, weil im Leben davor eben 3 Monate schon eher genommen wurden von deren Beisammensein und sich das diese Seelen sich das so ausgemacht haben, dass diese Zeit dann eben noch nachgeholt wird im Beisammensein, im Verhältnis Baby-Mutter. Und ja, wir sind felsenfest davon überzeugt, dass jede Lappalie oder große oder kleine schmerzhafte oder nicht schmerzhafte Situation, dass das für uns ist, alles für uns ist, für dich ist. Und da möchte ich auch gerne noch was Spannendes dazu hinzufügen, weil meine Mentorin hatte neulich nochmal einen wichtigen Reminder an uns alle gegeben, indem sie meinte, in Wahrheit haben wir nicht Angst vor dem, was passiert, sondern vom Fühlen. Wir haben einfach nur Angst vom Fühlen. Ja. Weil am Ende natürlich, jetzt mal den Fall, ne, wir haben Angst vom Tod, dann kann es natürlich sein, dass das schmerzhaft ist. Also das heißt, es kann sein, ne, dass wir Schmerzen erleiden, wenn wir sterben. Also wir haben Angst vorm Sterben dann am Ende. Aber wenn man es mal aus einer höheren Perspektive betrachtet oder einfach so, es ist nur unangenehm. Es ist nur unangenehm. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also, aber du kannst dich ja dafür entscheiden, wie du es fühlst oder wie es für dich ist. Ja, kommt natürlich auf den Tod drauf an. Wenn man vorher Schmerzen hat, dann ist das unangenehm. Und wenn man ein totes Kind zur Welt bringt oder irgendwas anderes, natürlich ist das schmerzhaft ohne Ende. Das kann ich nicht beschreiben. Aber
ja, es geht doch nicht darum, da drüber zu stehen und nicht zu fühlen. Nee, aber Genau. das zu fühlen und irgendwann anzunehmen, im Wissen, es ist für dich. Ja, voll. Und das ist, ich finde das so spannend, weil wir immer vor der Sache an sich Angst haben, dass wir unseren Lebensstandard verlieren und einen geringeren Lebensstandard leben müssen, dass wir kein Geld mehr haben, dass wir, keine Ahnung, unsere Freunde verlieren, dass wir, was weiß ich, passiert. Aber wir haben nur Angst davor, durch diese Gefühle durchzugehen. Und natürlich klingt das jetzt leicht gesagt, wie Henrik schon meinte, es ist unfassbar schmerzhaft, wenn einem zum Beispiel, wenn ein geliebter Mensch geht, etc. Und das bedeutet auch nicht, dass wir das jetzt hier runterreden wollen, sondern es bedeutet nur, genau diese Emotionen, die damit mit dieser Angst hochkommen oder mit dem Passierten, dass die einfach nur komplett durchfühlt werden. Und wenn du es schaffst, schon vorher, bevor irgendwas Krasses passiert, immer wieder, wenn dir diese Ängste begegnen, sie auch schon vorher zu durchfühlen, dann wird es dir auch möglich sein, in der Situation dich nicht mehr im Leiden zu halten, sondern viel schneller wieder in deinen Schöpfermodus reinzutreten. Und dann kommt die Magie, weil man es irgendwann geschafft hat, nicht mehr den vermeintlichen unangenehmen Situationen, den Ängsten auszuweichen. Dann passiert die Magie. Man muss den Situationen nicht mehr ausweichen im Leben und man wird auf einmal viel freier, weil man dann den Situationen auch entgegentreten kann. Man kann seine Tochter, die jung ist, mal alleine zu Hause lassen, weil man Vertrauen hat auf einmal. Man kann alleine mal rausgehen, weil man weiß, okay, man wird jetzt nicht überfallen und wenn doch, dann habe ich habe einfach Vertrauen ins Leben. Also das heißt jetzt nicht, dass man grob fahrlässig sein sollte, wenn man die Intuition spürt, nee, ich nehme jetzt mal noch das mit oder so, dann oder jemand mit oder ich gehe zu zweit, wie auch immer, dann ist alles gut, aber ja, trotzdem Vertrauen zu haben. Oh, Raben. Ja. Dann wird man viel bewegungsfreier in seinem Leben, weil man dann nicht immer so auf Labyrinthkurs alles umkurvt, was wieder die alten Ängste triggert. Und das erinnert mich an den Verlust von dem und dem Menschen. Da kann ich nicht zu dem Treffen gehen, da kann ich nicht dahin gehen, weil das mich an die Situation erinnert. Ach, das ist, wir werden dann immer so enger und das wollen wir nicht, dass wir im Alter dann nichts mehr so richtig machen wollen, weil uns das an irgendwelche schmerzhaften Erfahrungen erinnert. Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir immer wieder lernen, uns darin zu trainieren, die Ängste anzunehmen, so wie sie sind. Also wie ich es vorhin schon meinte, zu fühlen, zu fühlen, zu fühlen, die Ängste wahrzunehmen, anzunehmen. Denn wie gesagt, wir alle haben Ängste und sie werden Hinterfragen. uns ständig begegnen, genau zu hinterfragen. Und das Leben als ein Auf und Ab der Gefühle auch zu betrachten, weil niemand, niemand, auch die erleuchtetsten Menschen, denke ich, werden immer auch mal schmerzhafte Momente erfahren. Also ich glaube, niemand schafft es, komplett neutral durchs Leben zu gehen, weil dann würde derjenige nicht mehr leben, denke ich, weil das Leben besteht wie der Herzschlag aus Hoch- und Tiefphasen. Und wenn der Herzschlag stillsteht, dann ist auch das Leben am Stillstehen. Aber der Erleuchtete, der hat vielleicht Schmerzen, aber vielleicht leidet er nicht mehr bewusst. Er Genau. entscheidet sich eben fürs Schmerzen fühlen und genießen. Genau, aber er fühlt ja trotzdem. Also Genau. er wird nicht komplett abgestumpft sein. Weil ich glaube, wenn wir das sind, weil wir vielleicht auch Emotionen wegdrücken, ne? Also das ist auch nochmal so ein Punkt. Wir werden abgestumpft und gefühlslos und das in beide Richtungen. Das passiert natürlich, wenn wir immer wieder Ängste und Emotionen auch wegdrücken. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Genau. Irgendeinen Punkt hatte ich vorhin noch, der mir noch einfiel. Ich überlege mal. Genau, uns ist es, ja, oder sagen wir mal so, es ist doch einfach zu schade, ein Leben zu führen, wo man im Hinterkopf immer tausend Sachen hat, tausend Ängste hat. Also lasst uns das Leben genießen, lasst uns nichts auslassen, nichts und niemandem aus dem Weg gehen, wenn die Intuition nichts anderes sagt und lasst es annehmen. Lasst es versuchen, Schritt für Schritt, Step für Step, auch wenn es mal unangenehm wird, durch den Schmerz zu gehen.
aber dennoch dann hinterher umso freier zu sein. Lass dieses Leben dadurch noch schöner werden. Ja, das waren eigentlich schon schöne Abschlussworte. Ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz auf ein Thema eingehen. Auch so noch mal das Thema Angst vorm Tod, weil ich denke, das ist vielleicht die größte Angst, die man haben kann, denke ich. Naja, vielleicht nicht ganz, aber ich glaube, was wir vorhin schon kurz angeschnitten hatten, wenn wir das Leben aus der Metaebene, der Vogelperspektive betrachten, beziehungsweise auch wie wir den festen Glauben oder die feste Überzeugung davon haben, dass unsere Seele auch nach dem Tod noch weiterlebt und wir alle trotzdem immer wieder zusammenkommen und nicht für immer weg sind quasi. Ich glaube, dann hat man irgendwann keine Angst mehr vorm Tod. Also zu wissen, dass wir uns auf einer anderen Ebene alle irgendwann wiedersehen, egal wann das sein wird. Und wir aber hier als Menschen inkarniert sind, um bestimmte Erfahrungen zu machen, dann ist eigentlich alles gut so, wie es ist. Kleiner Nachtrag zum Thema Angst vorm Tod. Kann es vielleicht auch sein, dass Angst vorm Tod da ist, weil unbewusst gedacht wird, ich habe noch nicht alles ausgeschöpft, ich habe mein ganzes Potenzial im Leben noch nicht ausgeschöpft. Ich wollte doch viel mehr Erfahrungen sammeln. Ich habe mir vielleicht vor der Inkarnation Dinge vorgenommen, die ich nicht erreicht habe. Oder ich habe ja nicht immer aus dem hohen Selbst heraus gehandelt, wie ich es mir vielleicht vorher vorgenommen habe. Oder ja, irgendwas, was ich mir hätte besser gewünscht. Und dass dann die Abrechnung kommt, kann unbewusst vielleicht auch so ein kleines Kriterium sein, dass man da ein bisschen Angst vor der sogenannten Abrechnung dann hat. Denn wer in seinem Leben alles getan hat, alles voll ausgeschöpft hat, der ist im Alter und also im Alter viel glücklicher, bereut nichts und beim Tod wahrscheinlich auch entspannter. Ich habe keine Angst, weil ich weiß, ich werde dann in das Meer der Liebe wieder rausgehen in die Vogelperspektive und wieder höhere Zusammenhänge spüren und dann geht's weiter. Also ja, man muss sich ja nur mal theoretisch so konkrete Erfahrungsberichte anschauen von Menschen, die das erlebt haben. Vielleicht können wir da auch mal jemanden kontaktieren, der mit uns darüber spricht. Richtig interessant, mal gucken, aber sagen wir noch nichts dazu. Ja, und das sind Erfahrungsberichte, da muss man nicht groß Angst, gar keine Angst haben davor. Ja, und vielleicht noch, um diejenigen von euch abzuholen, die da vielleicht nicht so dran glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt oder wir reinkarnieren. Ist auch okay. Ist auch okay, aber ich denke mir so, es schadet ja nicht, das daran zu glauben. Ganz im Gegenteil, ich finde, es macht einfach viel freier und leichter. Stimmt. Weil wenn du es nicht glaubst, dann bleibst du natürlich in deinem Körper gefangen und identifizierst dich mit deinem Körper, was wiederum die Angst eigentlich noch verstärkt. Genau. Ja, ich würde sagen, das waren gute letzte Worte, oder? Ja. Wir freuen uns, wenn euch das eine kleine Hilfe war und wenn ihr selber vielleicht auch die ein oder andere Angst bei euch aufdecken wollt oder vielleicht ein Thema habt, wo ihr sagt, boah, da komme ich irgendwie gerade nicht weiter, dann nimm super gerne mit uns Kontakt auf. Wir unterstützen dich sehr gerne auf deinem Weg und decken mit dir alte Glaubensmuster, alte Krusten auf oder nehmen alte Krusten von deinem jetzigen Sein ab, was nicht mehr zu dir gehört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn du noch mehr in diese Themen eintauchen möchtest, dann findest du unsere Social-Media-Kanäle in den Shownotes. Genieße den Tag. Bis zum nächsten Mal bei Gesetze der Fülle.